geht schon. Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal dürfen wir euch eine brandneue Kamera von Insta vorstellen. Und zwar die Insta One X2. Das ist jetzt der Nachfolger eben von der, die wir schon immer verwendet haben. Und die hat jetzt einige neue Features, unter anderem ist sie 10 Meter wasserdicht. Und die anderen Details stelle ich euch jetzt gleich noch vor. Aber kurz zum Abriss des Videos. Wir möchten euch eben zeigen, wie das hier mit dieser Drohnenfunktion aussieht. Das werden wir euch einblenden. Dann spannen wir sie natürlich wieder auf den Helm drauf, machen Aufnahmen vom Trail. Und wir möchten euch auch zeigen, wie das Mikrofon ist. Hier oben ist es jetzt allerdings ein bisschen windig. Also seid ein bisschen nachsichtig, weil, ja, ihr wisst ja eh, wenn der Sturm zu groß ist, dann ist der Ton immer so lala. Aber wir sind selber schon sehr, sehr gespannt. Die filmt in 5,7K. Also es könnte echt richtig geil werden. Die Insta hat ja generell große Vorteile für uns, wenn wir im Gipfelbereich filmen, weil wir natürlich zum einen die 360-Grad-Aufnahmen haben, sodass wir in den Spitzkern immer mitgehen können. Sonst ist ja das Problem, dass wenn ich noch in der Kurve bin und der Martin vorne schon voraus, dass ihr ihn dann eben nicht seht. Und mit der Insta kann ich dann mitschwenken, ist mega cool. Und natürlich auch, dass wir das ganze Panorama außenrum mit drauf kriegen und nicht wie sonst manchmal halt genau ins Arsch lecken, den Berggipfel abgeschnitten. Das ist immer super ärgerlich, wenn man dann zu Hause ist und sieht so, leider verkackt. Und von dem her mögen wir das richtig gerne. Im Wald war sie bis jetzt allerdings nicht ganz so stark, muss man zugeben. Da waren die Aufnahmen oft verschwommen und diffus. Und da sind wir heute auch unterwegs. Dementsprechend werden wir auf jeden Fall ausprobieren, ob sich da was verbessert hat. Wir gehen jetzt mal stark davon aus, aber wollen natürlich den Tag auch nicht vor dem Abend loben. Bleibt einfach dran und schaut euch an, was so rauskommt. So, jetzt seht ihr sie eben nochmal im Detail. Das ist die Insta 360 One X2. Ist jetzt ganz neu auf den Markt gekommen, macht 5,7K Aufnahmen bei 360 Grad, hat einen Steadicam-Modus, eine Flow-Stage-Stabilisierung, einen ultrahellen Touchscreen, sowie dass sie den Selfie-Stick unsichtbar machen kann. Das werden wir jetzt auch gleich bei den Drohnenaufnahmen, also Drohne in Anführungszeichen, eben bei diesen drohnengleichen Aufnahmen sehen. Ist bis zu 10 Meter wasserdicht, hat eine künstliche Intelligenzbearbeitung und jetzt ganz neu ein Vierfachmikrofon an allen Seiten. Werden wir auch sehen, wie sich das bemerkbar macht. Stelle ich mir richtig gut vor, kann Timeshift machen und hat eine Sprachsteuerung. Ja, damit würde ich sagen, haben wir sehr viele Details gehört. Also, wollen wir sie mal ausprobieren. Ich muss jetzt da mal hinlegen, ohne dass es kaputt wird. Ist ja echt krass schon was, die Kuh. Schaut jetzt sehr kompakt aus, also besser wie die erste, gibt mir viel. Ja, ist jetzt halt auch eben wasserdicht, das genau, war die erste ja auch. Was ja richtig cool ist, also dann kannst du halt wirklich einmal reinspringen, gerade mit dem Selfie-Stick, glaube ich, ist echt eine coole Sache, dass man die so hält und so und irgendwo so ein Klippen springt im Sommer. Was mir während der Kamera so geflasht hat, waren diese Aufnahmen, dass die halt so richtig satt waren, so im HDR-Look, das taugt mir voll, also sie waren, mir haben voll gut gefallen, so richtig formprächtig und intensiv, wie es sein soll. Und bin jetzt echt gespannt, wie die neue da so arbeitet, vor dem Dunkeln. Was ich noch sagen möchte, ich habe diese Schutzsensoren für die Linse schon draufgeklebt. Die kann man eben bestellen und ich dachte mir, bevor wir die Linse verkratzen, lieber gleich am Anfang draufkleben. Deswegen schaut die jetzt schon so ein bisschen bullaugenmäßig aus. Ah, jetzt wird sie eingeschalten. Wow. Geht ja schon. Und jetzt safe sie einmal. Ja. Bauderdog darf das keiner sein. Wir sind auf Fotomodus. Bauderdog darf das keiner sein, weil dann haben wir nichts mehr vom Schnee. Rechts jetzt ja bessere Frisur im Detail und links die neue Kamera. Aber da seht ihr, bei uns wird das nicht gestört mit den Videos, wir machen es wirklich aus dem Stegreif. Aber ich habe es zu Hause probiert, da hat es immer geschehen. Das sagen sie dann immer. Hab ich. Ich habe sogar die Aufnahme. Ach, also ich habe bald so einen Hals, habe ich. Jetzt, starting recording. Da, yeah. Wow. Läuft ja. Hey, making of, richtig krass. Da ist ein bisschen in die Sonne. Wow. Also richtig cool. Und ja, laufen wir mal dumm. Und jetzt wollen wir eben diese drohnengleichen Aufnahmen versuchen. Gehen noch ein bisschen aus, dann höre ich die ganz um. Genau. Okay. Schaut überhaupt nicht bescheuert aus, links oder rechts. Schaut bescheuert aus. Ein bisschen aussehen, wie die ganz so. Schaut überhaupt nicht bescheuert aus.
Ja, das schaut bescheuert aus, aber könnte eben richtig, richtig geil sein, was man da so machen kann. Dann würde ich sagen, reden wir noch kurz ein bisschen was, dass wir eben auch mal den Ton drauf haben. Ja, hast du was zum Erzählen? Du hast immer was zum Erzählen, oder? Ja, ich habe viel gesagt und ich hoffe halt, dass es so bleibt, wie es ist, dass es gut geht und ja, einfach, und dass der Trail sagt, cool wird. Dass der Trailberg ist und dass wenig Steine drin sind und Wurzeln, weil das mögen wir nicht. Und ja. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich schauen. Ja, das Geile ist nämlich, wenn man einen aus dem Stegreif fragt, dann weiß man nie, was man sagen soll. Da hat derjenige, der die Kamera in der Hand hat, immer bessere Karten, weil der weiß ja, was er gleich tun will. Duschvorhang immer innenseitig. Was ich vorher noch vergessen habe zu erwähnen, wir haben noch einen, jetzt raschelt er die ganze Zeit. Also was ich vorher noch vergessen habe zu erwähnen, wir tun euch noch den Link in die Infobox direkt zur Kamera. Da gibt es nämlich eine Black Friday Aktion und von dem her schaut mal rein. Ich weiß selber nicht genau, was passiert. Das hieß nur Black Friday Aktion. Hoffen wir mal, es lohnt sich. So, jetzt ist es drauf. Diesmal ist es noch länger geworden. Schauen wir uns mal an, wie die Aufnahmen so werden. Na, brutal. Oh. Thank you.
8 Wochen. Ja, das stimmt. Irgendwo ein. Da links, oder? Sonne scheint noch. Ja, was sagt ihr zu den Aufnahmen? Was sagt ihr zum Ton? Gut. Und achso, ja. Was sagt ihr zum Trail? Ja. Wir hoffen, das Video hat euch mal wieder gefallen. Wir freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben und über Kommentare sowieso auch. Und es ist schon bald schon letzte Novemberwoche und brutal trocken, ob sie es sehen. Also ja, echt geschenkt ist ja Gott sei Dank im Lockdown. Wir haben schon Angst gehabt, dass es regnet oder schneit, wo man halt dann irgendwie doch eher bunt ist. Aber so muss ich sagen, kann man es relativ gut aushalten. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.